Der Kali. Der Kali. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kali. Ja, Kali. Ja, Kali. Den Wald wäre jetzt genau das Richtige. Ich hole Kleiner Donner. Hey, Kleiner Donner! Sowas. Tja, er hat wohl gerade keine Lust auszureiten. Was soll's, dann gehe ich allein. Heute Abend werde ich ihm alles erzählen. Wie wunderschön. Der Wald ist einfach toll. Guten Morgen, Eichhörnchen. Ja, dann mache ich jetzt eben ganz viele Sachen, die ich mit Kleiner Donner nicht machen kann. Ein Puma. Was? Wer ist da? Wer war das? Gut, jetzt reicht's mir aber. Du brauchst dich gar nicht erst zu verstecken. Wer du auch bist, ich werde dich sowieso fangen. Kuckuck. Hier bin ich, Kleiner Sio. Wo ist er denn hin? Hier bin ich. Du bist aber ganz schön blind, Kleiner Sio. Na warte, jetzt erwische ich dich aber gleich. Ach ja, und wie willst du mich fangen? Dieses Bärchen macht sich über mich lustig. Wie kann es sich nur so schnell bewegen? Sieh an, ein Bau. Der kleine Schlingel hat sich sicher darin versteckt. Immerhin. Oh je, die Maulwürfe sehen dieses Jahr aber echt komisch aus. Ich bin kein Maulwurf, du. Ich bin ein Siux und ein Siux gibt niemals auf. Hier aber... bin ich. Au. Ich habe eher den Eindruck, dass du ein bisschen müde bist. Wie machst du das nur? Das ist Zauberei. Wenn du das wissen willst, musst du mich erst fangen. Fragt sich nur wie, er ist schon wieder weg. Oh. Nanu, das ist neu. Ich versuch's mal hier. Oh je, jetzt wird's kompliziert. Keine Panik, dann kehre ich eben um. Dieser kleine Bär hat mich ganz schön reingelegt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hey, kleiner Sioux, ich warte. Willst du nur nach rechts oder nach links? Oh. Oh, was so viel, es ist so viel. Bravo, kleiner Sioux. Du hast dich ganz schön verirrt im großen Baum. Aber wie kommst du jetzt nur wieder raus? Vielleicht kommst du ja nie wieder raus. Ich habe deine Höhle gefunden, also werde ich auch dich finden. Hier bin ich ja schon. Das war doch ein tolles Spiel, oder? Oh. Hey! Ein tolles Spiel? Ach, du hattest doch nicht etwa Angst. Na ja, ein kleines bisschen vielleicht. Ich bin Yakari. Sag mal, wie machst du das, an zwei Orten gleichzeitig zu sein? Ganz einfach, man muss nur zu zweit sein. Ihr seid Zwillinge? Ich bin Zuckerschnäuzchen. Und ich heiße Honigmäulchen. Mein Schwänzchen steht ab, siehst du das? Und meines nicht. Ihr zwei Frechdachse. Ansonsten seid ihr nicht voneinander zu unterscheiden. Wow. Willkommen in unserer großen Höhle, Yakari. Feiern wir unsere Freundschaft. Eigentlich wohnen wir ganz in der Nähe mit unseren Eltern. Aber eines Tages haben wir uns mit den Präriehunden angefreundet, die diesen Bau gegraben haben. Als sie weitergezogen waren, haben wir die Gänge noch erweitert. Und dann haben wir hier Honig und Wildfrüchte gelagert. Siehst du? Mm. Unsere Eltern passen immer sehr gut auf uns auf. Daher kommen wir hierher, um uns vor ihnen zu verstecken. Am liebsten spielen wir Streiche.
haben, könnten wir nicht widerstehen. Aber du darfst nichts von dem Bau erzählen. Na gut. Honigbäulchen. Wo seid ihr, meine kleinen Lausebären? Das ist das süße Stimmchen von Mama. Das gefällt mir gar nicht. Immer wenn man die Racker nicht sieht, hecken sie irgendwas aus. Endlich! Wo steckst du denn? Ich hatte dir doch gesagt, dass du auf die Kinder aufpassen sollst. Was? Bei dir sind sie nicht? Ich dachte, du hättest sie. Auf dich ist aber auch kein Verlass. Was hast du wieder getrieben? Du warst doch sicher heimlich am Honig. Hab ich recht? Nein, aber nicht doch. Lüg mich nicht an. Fass dir mal an die Schnauze. Jetzt hat sie mich doch erwischt. Aber wenn ich schon mal dabei bin... Vielleicht solltet ihr jetzt lieber nach Hause laufen. Damit sie wieder schimpfen, ich verzichte. Hilf uns lieber, sie zu ärgern. Ja, aber... Kuckuck, Papa! Komm sofort her, du Schlingel! Mama, ich bin hier! Honigmäulchen, du Frechdachs, wehe, wenn ich dich kriege! Zuckerschnäuzchen, komm sofort da raus! Huhu, großer Bär, ich bin hier. Fang mich doch. Beim Bienenschwarm, was ist denn das nun schon wieder? Ich verstehe das einfach nicht. Eben war er noch da. Ich bin hier, Mamilein. Oh, du kleiner Bandit, komm sofort zurück. Doch nicht da lang, du musst hier suchen. Na, warte, ihr könnt was erleben. Die beiden sind ja wohl vollkommen durcheinander. Das war echt lustig. Sie sind stocksauer. Meint ihr nicht, dass es jetzt reicht? Wenn du auf deine Kinder aufgepasst hättest, wäre das nicht passiert. Meine Kinder? Da hört ja wohl alles auf. Es sind ja wohl auch deine Kinder, oder? Mama! Papa! Ich hatte solche Angst. Honigmäulchen. Und wer bist du? Ich kann das alles erklären. Papa, Mama, helf mir doch bitte! Der Bau ist eingestürzt. Ich stecke hier fest. Helf mir doch bitte! Er ist direkt unter uns. Wir müssen ihn schnell rausholen, sonst erstickt er. Mach mal Platz, Kalasiux. Ich werde mich einfach zu ihm durchgraben. Das geht nicht schnell genug. Wir bräuchten hier Spezialisten. Ja, ich hab's. Eure Freunde, die Präriehunde, müssen uns helfen. Grab weiter, ich bin gleich wieder da. Beeil dich, Akari. Kleiner Donner, ich brauche deine Hilfe. Zum Glück kenne ich die Präriehunde gut. Gestern habe ich ein paar von ihnen getroffen. Hey, da seid ihr ja. Zuckerschnäuzchen sitzt in eurem alten Bau fest. Keine Sorge, wir helfen euch. Die Bärenkinder sind unsere Freunde. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Fantastisch! Davon habe ich schon immer geträumt. Oh. Ja, Kari, ich wusste doch, dass er es schafft. Oje, 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 das geschieht mir recht, wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Willst du uns denn nicht guten Tag sagen, Zuckerschnäuzchen? Ja. Die Maulwürfe sehen dieses Jahr aber komisch aus. Wir stehen tief in eurer Schuld, Freunde. Schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr zufällig in der Prärie sein solltet. Und was euch...